Dieses Spiel hatte schon so ziemlich alles, was ein Spitzenspiel haben sollte. Es war Feuer drin, es gab Aufregung vor dem Spiel, weil wir keinen Schiedsrichter hatten und dann Verantwortliche von denen pfeifen sollten und wir nicht ganz zufrieden waren. Und dann hat doch einer von denen auch gepfiffen. Ich muss sagen, der beste Schiedsrichter, glaube ich, den wir dieses Jahr hatten, tatsächlich. Ja, ich bin natürlich mit der Anfangsphase nicht ganz zufrieden. Wir waren ein bisschen nervös reingekommen, aber das ist auch völlig normal bei den Sachen, was hier alles vorher passiert ist, bei den Fans, die außen da auch Stimmung machen. Ich bin eigentlich, letztendlich bin ich natürlich sehr zufrieden, wenn man vom 0-2 zum 2-2 zurückkommt. Ja, war auf jeden Fall ein Spiel auf eher Kreisliga-Niveau, also Topspiel würde ich bestätigen. Hat Spaß gemacht, nur das Ende war dann halt ein bisschen unglücklich und da merkt man dann halt diese junge Unerfahrenheit meiner Jungs so. Und das kann man sich nicht kaufen, das kann man nicht trainieren. Ja, da mussten wir mal auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch gesagt. Und es ging nochmal glimpflich aus, denn wir haben ein Rückspiel, wo wir einiges wieder gut machen möchten. Wir wissen, dass HEB 10 eine starke Truppe hat, was sie können, wovon sie leben, was deren Stärken und deren Schwächen aber auch sind. Darauf haben wir hingearbeitet und werden wir ja auch weiter fortführen. Und wie gesagt, wir freuen uns schon riesig aufs Rückspiel. Und ich denke auch, dass das Spiel um den Titel wird. Vorfreude ist vorhanden. Schade, dass es so ausging. Aus unserer Sicht unglücklich, wenn man dann so spät einen Treffer fängt und vorne ihn nicht macht, nach einem dreifachen Lattenkopfball. So, das tut dann weh und ist jetzt auch nicht einfach hier zu stehen. Aber wir hatten heute trotzdem, oder die Zuschauer hatten auf jeden Fall heute mal ein interessantes Spiel. Und mich freut das auch, dass man Mannschaften hat, die gegenhalten können und die Qualität mitbringen. Und ja, die sorgen für Spannung in der Liga. Und eigentlich ist es nur positiv.